Sie wollen auf WhatsApp eine Gruppe verlassen und diese dann vielleicht auch noch löschen. Ich zeige Ihnen, wie das geht. Herzlich willkommen zu einem neuen Video von Handykurse.at. Mein Name ist Martin Kreim. Bevor das Video losgeht, noch eine kleine Erinnerung. Wenn Sie keines dieser Videos versäumen wollen, drücken Sie unten auf Abonnieren. Das ist kostenlos und jederzeit abbestellbar. Und jetzt geht's weiter zum Video. Es wird immer wieder vorkommen, dass Sie eine Gruppe auf WhatsApp verlassen wollen. Das kann verschiedene Gründe haben. Einerseits, wenn die Gruppe gegründet wurde, um bestimmte aktuelle Ereignisse zu bearbeiten. Was könnte das sein? Zum Beispiel die Vorbereitungen für einen runden Geburtstag für eine gewisse Person. Diese Termine verstreichen dann, die Zeit vergeht und man braucht dann diese Gruppe nicht mehr. Das heißt, man könnte sie verlassen und auch löschen. Es gibt aber auch noch einen anderen Grund, den ich Ihnen auch sehr dringend ans Herz legen möchte. Wenn in einer Gruppe zum Beispiel, wo auch viele fremde Menschen dabei sind, die Sie vielleicht gar nicht oder nur sehr schlecht kennen, wenn dort Inhalte daherkommen, die Sie nicht gerne sehen wollen, die Ihnen keine Freude machen, was könnte das sein? Ich zeige Ihnen hier eine kurze Auflistung. Sie sehen, das sind Dinge, mit denen wollen Sie nichts zu tun haben, beziehungsweise die sind sogar illegal. Das darf man nicht auf dem Handy drauflassen, das sollte man loswerden und man sollte nicht in so einer Gruppe dabei sein, wo solche Inhalte geschickt werden. Wie funktioniert das Ganze? Wir sehen es uns an. Zuerst brauchen wir natürlich wieder unsere App WhatsApp. Die öffne ich hier. Und dann sehen Sie hier Ihre verschiedenen Gruppen und Chats, die Sie haben. Inzwischen ist es auch einfacher. Sie können hier oben auf Gruppen tippen. Dann sehen Sie, in welchen Gruppen Sie dabei sind, welche Sie nicht mehr brauchen. Ich wähle hier meine Testgruppe, die ich extra angefertigt habe. Ich tippe in die Mitte hinein, um den Chat zu öffnen. Sie sehen, hier ist momentan bei mir nichts zu sehen, weil in dieser Gruppe noch nicht viel geschrieben wurde. Und wenn Sie jetzt oben auf den Namen der Gruppe tippen, Testgruppe, dann kommen Sie in die Eigenschaften dieser Gruppe. Hier können Sie verschiedenste Dinge machen. Ich habe es in unterschiedlichen Videos schon hergezeigt, was man hier machen kann. Sie sehen hier unter anderem auch die Mitglieder und ganz unten sehen Sie zwei rote Knöpfe, möchte ich sagen, Gruppe verlassen und Gruppe melden. Gruppe melden wäre dafür da, wenn Sie an WhatsApp melden wollen, dass dort Dinge vorgehen, mit denen Sie nichts zu tun haben wollen, wo Sie glauben, dass Sie wirklich illegal sind und dass die an Polizei und andere Autoritäten gemeldet werden müssen. Ansonsten reicht es, wenn Sie auf Gruppe verlassen tippen, das mache ich jetzt, dann werden Sie gefragt, wollen Sie die Gruppe wirklich verlassen? Und es sehen auch die anderen Menschen nicht, dass Sie dort verschwinden, dass Sie abhauen. Nur die Admins werden informiert, dass Sie die Gruppe verlassen haben. Sie wissen, die Admins sind diese Personen, die sich um die Gruppe kümmern, beziehungsweise die, die Sie auch gegründet haben. Das heißt, Sie können hier auswählen, verlassen, abbrechen und nur archivieren. Bei nur archivieren sehen Sie die Gruppe momentan nicht mehr, nur unter den archivierten Gruppen. Aber wir wollen heute verlassen, deshalb tippe ich hier drauf. Die Gruppe wird entfernt. Jetzt sieht das alles hier noch ganz normal aus in den Eigenschaften. Sie sehen, Sie selbst sind nicht mehr dabei. Wenn Sie jetzt zurückgehen, dann sehen Sie ganz unten, du kannst keine Nachrichten mehr an diese Gruppe senden, da du kein Mitglied mehr darin bist. Auch wenn jetzt schon neue Nachrichten dabei sein würden, Sie würden sie nicht sehen hier. Ich gehe noch einen Schritt zurück. Sie sehen, die Testgruppe ist jetzt immer noch hier, bis zu dem Stand, wo Sie ausgestiegen sind. Und wenn Sie die jetzt auch loswerden wollen, dann drücken Sie lange hier drauf. Sie wissen, drücken ist das gleiche wie tippen, nur lange, nicht fester. Es erscheint der Haken. Die Gruppe ist markiert, Sie könnten auch mehrere Elemente markieren und dann haben Sie hier oben den
Papierkorb für Löschen. Ich tippe hier drauf. Wir werden gefragt, ob wir auch die Medien in der Gruppe löschen wollen. Das wäre natürlich sehr praktisch, wenn dort zum Beispiel Dinge vorkommen, die Sie nicht haben wollten, diese illegalen Elemente von vorher. Und dann tippe ich hier auf Gruppe löschen und das war's dann. Hier in den Gruppen ist meine Gruppe nicht mehr zu sehen. Bei alle ist sie auch nicht mehr zu sehen. Und das war's schon. So haben Sie erfolgreich eine Gruppe verlassen und auch gelöscht. Das war's von meiner Seite. Vielen Dank fürs Reinschauen. Bis zum nächsten Mal. Euer Martin.